Liebe Weltdachler, wie geht es euch? Auf die Frage eines Freundes des Kanales, ich sollte doch lieber die Schnauze halten, wenn ich schon nichts verstehe von der Bankenwelt, möchte ich gerne darauf antworten, indem dass ich euch etwas hören lasse, und zwar ein Interview oder eine Zusammenfassung des Interviews mit Oswald Grübel, was er da gesagt hat über den Finanzplatz Schweiz. Es wird interessant, spitzt die Ohren. In einem aufschlussreichen Interview mit diversen Medien nahm Oswald Grübel, ehemaliger CEO der Credit Suisse und UBS, kein Blatt vor den Mund. In seinen klaren Worten zu zwei der brisantesten Themen der jüngeren Schweizer Wirtschaftsgeschichte, die Abzockerdebatte und die Übernahme der Credit Suisse durch die UBS, wurde deutlich, wie sehr ihm sowohl moralische Integrität als auch der Ruf des Schweizer Finanzplatzes am Herzen liegen. Grübel stellt eine scharfe und treffende Definition von sogenannten Abzockern auf. Abzocker sind Angestellte, die Verluste erwirtschaften und dennoch für sich selbst Boni fordern. Ich halte das für unanständig. Diese Aussage bringt das Kernproblem der Abzockerdebatte auf den Punkt. Für Grübel sind es nicht alle gut verdienenden Banker, die diesen negativ behafteten Begriff verdienen, sondern nur jene, die trotz schlechter Leistung für sich selbst hohe Vergütungen einfordern. Er beklagt, dass in aufgeheizten Zeiten wie der jetzigen über alle anderen anständigen Angestellten niemand spricht. Der Fokus der Öffentlichkeit richte sich ausschließlich auf jene wenigen, die tatsächlich in diese Kategorie der Abzocker fallen. Die Folge? Eine pauschale Verurteilung einer gesamten Branche, die in der Realität viel differenzierter betrachtet werden müsse. Auf die Frage nach der Übernahme der traditionsreichen Credit Suisse durch die UBS, eine Fusion, die auf Anraten von Bundesrat, der Schweizerischen Nationalbank, SNB, und der eidgenössischen Finanzmarktaufsicht, FINMA, erfolgte, zeigte sich Grübel emotional bewegt. Seine Antwort auf die Frage, ob er traurig oder froh über den Deal sei, war von tiefer Enttäuschung geprägt. Das richtige Wort wäre wohl eher enttäuscht, so Grübel. Trotz seiner fehlenden Schweizer Staatsbürgerschaft gestand er ein, dass der Untergang der 1856 gegründeten Bank seine patriotischen Gefühle verletzt habe. Grübel sieht die Übernahme als Notlösung, die zumindest den akuten Bankrun auf die Credit Suisse gestoppt habe. Die Schweiz konnte dies unmöglich geschehen lassen, betonte er. Doch gleichzeitig äußerte er Bedenken, ob diese Lösung tatsächlich die richtige sei. Der Schweizer Finanzplatz ist damit als internationaler Finanzplatz faktisch gestorben, warnte Grübel mit düsteren Worten. Er prognostiziert, dass die volle Tragweite dieser Entscheidung möglicherweise erst in 10 Jahren sichtbar werde. Doch das Schicksal des Schweizer Finanzplatzes sei bereits heute besiegelt. Mit der Übernahme der Credit Suisse durch die UBS bleibt der Schweiz nur noch eine große internationale Bank. Für Grübel ist dies das Ende eines echten Finanzplatzes. Ein Finanzplatz mit nur einer internationalen Bank ist keiner. Er tut vielleicht noch so, als sei er einer, aber er macht sich etwas vor. Diese Aussage verdeutlicht Grübels Sorge, dass die einstige Stärke und Bedeutung der Schweiz als globaler Finanzstandort durch die Konzentration auf eine einzige Großbank unwiederbringlich verloren gehen könnte. Oswald Grübel bringt in diesem Interview sowohl moralische als auch wirtschaftliche Bedenken klar zum Ausdruck. Während er eine scharfe Trennlinie zwischen den wenigen Abzockern und den vielen anständigen Bankern zieht, wirft er zugleich einen besorgten Blick auf die Zukunft des Schweizer Finanzplatzes. Die Übernahme der Credit Suisse durch die UBS mag kurzfristig eine Lösung gewesen sein, doch die langfristigen Folgen ist das der Tod des Finanzplatzes Schweiz. Noch Fragen? Und die vermögenden Leute, die gehen nicht in die Schweiz, sondern nach Singapur. Die UBS zum Beispiel, die ist ja weltweit tätig, nicht in der Schweiz nur. Die Schweiz macht vielleicht noch ein kleiner Prozentsatzanteil am gesamten Gewinn der UBS. Und von dem her gesehen, die UBS ist schon längst nicht mehr schweizerisch. Apropos Sicherheit, da werde ich mir nicht so sicher und gut geführt. Als die Credit Suisse da übernommen worden ist, ist ja dieser Fall aufgekommen von den 81-Anleihen. Und die wurden ja kurz bevor das Ganze hops gegangen ist, noch verkauft am Kunden. Das heißt, man hat dem Kunden erzählt, kauft das, weil das sind
so quasi staatsgesicherte Anleihen. Also da kann nichts passieren, das ist hundertprozentig abgesichert, dein Kapital. Und abgesichert wurde es somit, dass der Staat kam, der Schweizer Staat, und einfach gesagt hat, diese Anleihen haben keine Gültigkeit mehr, von einer Minute zur anderen. So sicher sind Anleihen in der Schweiz. Das heißt, alle diese Kunden, die diese AT1-Anleihen hatten, und das waren einige, und da ging es um Milliarden, die sind auf ein Stück Papier sitzen geblieben. So gut ist das geführt. Und natürlich werden diese 85 UBS-Filialen in der Schweiz nicht aufgelöst wegen der, Fusion CS-UBS, sondern da geht es langfristig um andere Aspekte, wie zum Beispiel, was war hier los? Das, was ich dem Land letzten Video eben erwähnt hatte, da geht es auch um KI. Dieser Aspekt KI, der kommt immer mehr, hat immer mehr Gewicht in der Bankenwelt, und das verpassen Sie natürlich nicht, weil dort können Sie echt Kosten einsparen und Personal. Punkt Nummer 3, wie sicher ist denn da jetzt das Ganze? Ja, kannst du dir jetzt vorstellen, wenn die UBS hops geht? Das kann passieren. Warum sollte das nicht passieren können? Was dann passiert in der Schweiz? Wer rettet die UBS? Vielleicht BlackRock, weil BlackRock hat ja auch ein großes Interesse am Ukraine-Krieg. BlackRock hat ja bereits Zelensky zugesichert, den Wiederaufbau der Ukraine. Die stellen gerne Milliarden zur Verfügung, und, um natürlich zu helfen. Natürlich, ja, genau. Das heißt, die werden einen direkten Einfluss haben auf die Ukraine, sprich die NATO. Das Ganze ist ein Witz dort. Die Ukraine wird verschwinden, langfristig gesehen. Die Ukraine wird eingenommen von irgendeiner Partei, entweder von Russland oder von der NATO. Aber die Ukraine, die wird verschwinden, das ist schon garantiert. Ich meine als selbstständiges Land, selbstständig geführtes Land. Die werden immer fremd beeinflusst werden und sein in Zukunft. Weil die sind jetzt einfach zu schwach auf den... Ja, die haben keine Stärken mehr. Hatten zwar noch nie eine Stärke, aber als eigenständiges Land wird die Ukraine fremdgeführt werden. Und übrigens ist es auch sehr witzig zu wissen, ist, dass in der Pandemiezeit, als das Ganze entstand, da hatte man sofort gewusst, nach einigen Tagen, wer der Patient Zero war. Wer hat diese Pandemie ausgelöst? Wer war dieser Herr? Natürlich ein Herr muss es sein. Eine Frau, das macht nicht so einen guten Eindruck, weißt du, mit dieser ganzen Woke-Geschichte. Es muss unbedingt ein Herr sein. Und es war auch ein Herr. Irgendwo in Italien, in Bologna oder sowas, oder Bergamo. Ja, als man dort diese schönen Bilder gesehen hat von dieser Parade, die dem Publikum präsentiert worden ist. Dabei, wenn man genau die Hintergrundinformationen hat, dann weiß man, was dort geschehen ist, ohne dass ich jetzt das wiederhole. Aber ich gebe mal ein Stichwort: Krematorien in Italien, uneffiziente Krematorien. Jedenfalls dort eben hatte man sofort den Patient Zero gefunden. In der Finanzwelt ist das anders, weil dort ist die Ignatova, diese Gründerin von OneCoin, seit Jahren untergetaucht. Und nicht nur sie, noch einen anderen chinesischen Herrn, der übrigens beim MD1-Affäre verwickelt war, ein malaysischer Herr, der auch untergetaucht ist mit ein paar Milliarden, nicht Millionen. Man weiß nicht, wo der ist, wie die Ignatova. Man weiß nicht, wo sie ist. Aber Patient Zero, den hat man sofort gefunden. Ich meine, die sind ja nicht mal fähig, ein ganzes Flugzeug zu orten. Könnt ihr euch noch erinnern an diese Malaysia Airline Fall? Die ist verschwunden. Man weiß nicht, wo sie ist. Also stellt sich natürlich die Frage, wer verdreht hier die Fakten? Man könnte das auch das 9/11-Syndrom nennen.
Und noch zum letzten Punkt, der Unterschied zwischen Eigentumsquote bei dir und bei der Bank. Ich habe ja da einen Podcast letztes Jahr gemacht über das, wo ja in der Schweiz stehen wir da ein bisschen besser da als in der EU. EU-Vorschriften sind ja so, dass die Bank höchstens eine Eigenkapitalquote oder eine Eigentumsquote von 0,8% besitzen muss. Und in der Schweiz ist es das Doppelte, 1,6%. Aber es ist ja schon ein bisschen ein Witz, wenn eine Bank nur 1,6% der effektiven Gelder besitzen muss in der Bank. Das heißt, mit dem Rest wird ja gehandelt, oder? Oder es wird gedruckt, je nachdem, oder? Aber wenn du zur Bank gehst und eben einen Kredit brauchst, eine Hypothek brauchst, dann verlangen die von dir nicht 1,6% Absicherung, sondern die verlangen von dir 160% Absicherung. Das ist der Unterschied. Argument der Banken, ja, wir müssen die Gesamtheit schützen, der Kunden, wir müssen unsere Kunden schützen. Mhm. Aber du musst deine Familie nicht schützen, oder? Du hast kein Recht dazu. Jetzt kann ich ja nicht zum Arbeitgeber gehen und sagen, weißt du, ich muss jetzt meine Familie schützen. Also hätte ich ja theoretisch einen Anspruch auf einen höheren Lohn, weil ich ja das als Job so quasi mache. Es ist ja fast wie ein Job, die Vermögenswerte zu schützen der Familie. Das ist natürlich bei den Banken anders, oder? Weil dort wird der Schutz der Vermögenswerte oder der Kunden saftig belohnt. Mit Provisionen, Kommissionen, mit Aktienoptionen, mit einem saftigen Lohn von ein paar Millionen, den goldenen Schirm. Das heißt, wenn die Zukunft jetzt also Fintech-Unternehmungen sind, und das wird die Zukunft sein, der Privatmensch wird nicht mehr in eine klassische Bank gehen müssen, um die normale Bankgeschäfte zu tätigen. Das kann man heutzutage alles online machen. Darum Fintech aus diesem Grund. Es braucht keine Bankberater mehr. Langfristig natürlich, aber gut, es ist eigentlich jetzt schon so, wird das noch mehr konzentriert werden auf wenige Personen, diese ganze Bankenlandschaft. Es wird das Gleiche passieren wie in der Medienlandschaft. Also die ganze Finanzinstitute, sagen wir es mal so, ob jetzt das Fintech sind oder sonst irgendetwas, die werden wenigen Menschen gehören auf dieser Welt. Und für den Staat ist das super. Weil der Staat hat viel mehr Kontrollmacht. Ach, reine Fantasiegeschichten. Ich habe das aus einem Geschichtsbuch vorgelesen für Kinder, weißt du. Wird natürlich überhaupt nicht der Fall sein. Aber eben, es ist einfach schön, um ein Video zu machen, solche Sachen zu erzählen. Und ja, freuen wir uns dann auf die neuen Geschichtsbücher für Kinder. Okay, also, wir sehen uns und hören uns bald wieder. Tschüssi, bye bye. Mi sveglio al mattino, il mondo un po' strano, più incidenti alle spalle, ma sto ancora in piedi sano. La sorte ha giocato, ma non gli ha fermato. Oggi è il mio giorno e sono ancora salvato. Ho visto il buio, ho sentito paura, ma oggi sto qui con un'anima più dura. La vita mi ha scosso, mi ha messo alla prova, ma guarda sono qui e tutto si rinnova. Strade erano buie, il destino un po' cieco, ma sono sopravvissuto, non c'è rimpianto l'eco. Ogni cicatrice è una medaglia sul petto, oggi sono qui e tutto a più effetto. Ho visto il buio, ho sentito paura, ma oggi sto qui come un'anima più dura. La vita mi ha scosso, mi ha messo alla prova, ma guarda sono qui e tutto si rinnova. Sono ancora vivo, sono ancora qui. Colpi duri ma nessuno mi porti a sento la fortuna che mi dà ancora sono ancora qui oggi è la mia ora
auto una curva è un attimo sospeso, ma io sono salvo e non mi sento arreso. Le stelle hanno parlato e mi hanno detto di restare. Oggi sono qui e il mondo può guardare. Sono tra vivo, sono tra qui. Due incidenti ma adesso mi porti a sento la fortuna, cammina con me. Sono tra qui, oggi arrivo perché. Reine Fantasiegeschichten. Ich habe das aus einem Geschichtsbuch vorgelesen für Kinder, weißt du.